Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Jeder macht Fehler. Und der passiert ihn bestimmt nicht nochmal. Warum hat er zugelassen, dass ich ihn töte? Er hätte weglaufen können. Er hätte behaupten können, die Daten irgendwo eingelagert zu haben. Aber er stand einfach nur da. Das einzige lose Ende. Er wusste, was ich dann tun musste. Vielleicht hat ein Teil von ihm seine Taten bereut. Und er wollte in irgendeiner Form dafür büßen. Man büßt, indem man seine Fehler wieder gut macht. Nicht, indem man Selbstmord begeht. Los, weiter. In Ordnung. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Okay, gehen wir. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht! Schluss jetzt, alle beide! Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren! Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben! Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Hier zählt ausschließlich meine Entscheidung. Sie beide werden sich immer ein Deck voneinander entfernt aufhalten. Man kann ihr nicht trauen, Shepard. Sie wird die gesamte Mission gefährden. Falls wir das hier überleben, können Sie beide sich gern in Stücke reißen. Aber bis dahin sparen Sie sich Ihren Hass für die Kollektoren auf. Sie wird überleben, dafür sorge ich schon. Und dann reiß ich sie eigenhändig in Stücke. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Nochmal danke, Shepard. Dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Oriana ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Und Sie haben sich als vertrauenswürdig erwiesen. Anders als Niket. Ich bin froh, dass ich ihn selbst erledigen konnte. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie wird mich nie kennenlernen. Was für sie das Beste ist. Dadurch kann ich sie niemals in Gefahr bringen. Sie wissen, wo sie ist. Sie können Kontakt aufnehmen, falls Sie Ihre Meinung ändern. Das wäre ein Fehler. Ich würde aus Eigennutz Ihre Sicherheit aufs Spiel setzen. Ich wäre nicht besser als mein Vater. Bevor ich Sie gesehen habe, bin ich auch nie in Versuchung geraten. Ich muss jetzt einfach die Distanz wahren. Welchen Eindruck haben Sie von ihr? Glauben Sie, dass sie glücklich ist? Ich weiß nicht. Selbst wenn ich mit ihr gesprochen hätte, würde ich das wohl nicht wissen. Ich stehe einfach zu nah. Genetisch sind wir beide identisch. Sie ist wie ich, in jeder Hinsicht. Ich kann über ihr Leben kein Urteil fällen. Ich hoffe nur, es wird besser sein als meins. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Ich denke, jetzt ist alles in Ordnung.
Mein Vater kann ihre Familie an ihrem jetzigen Aufenthaltsort unmöglich finden. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades... Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades... Ich habe ein paar Ideen, ja. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, Ich habe ein paar Ideen, ja. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, Ich habe ein paar Ideen, ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Machen Sie die Flasche auf, ich hole Gläser. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte, das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Mit Ihrer Dienstakte hätten Sie auf jedem Schiff der Allianz anheuern können. Warum sind Sie wirklich weggegangen? Vielleicht geht's weniger ums Weggehen, sondern mehr ums Bleiben. Als Militärärztin behandle ich meistens Leute in ziemlich schlechter Verfassung. Oft sterben sie. Und wenn ich ihnen helfen kann, gehen sie wieder. So oder so. Alle gehen weg. Auf Jenkins, auf Presley und auf Williams. Auf dass sie niemals in Vergessenheit geraten. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss Sie um Hilfe bitten, das fällt mir nicht leicht. Was brauchen Sie? Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Sie sind auch gefährlich. Genau wie Sie. Aber sie ist anders. Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt.
Aber dann ist sie doch nur so tödlich, wenn sie sich paart. Jedes Mal, wenn sie tötet, wird sie stärker, klüger und schneller. Und sie macht das schon seit 400 Jahren. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Ich hätte das längst wissen müssen. Ich bin für niemanden eine Gefahr, außer für meine eigenen Kinder. Und es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Selbst heute nicht. 400 Jahre, nachdem ich es erfahren habe. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Meine Crew muss ihren Job beherrschen und ihr Privatleben bei sich behalten. Ich verstehe. Trotzdem, falls genug Zeit ist, würde ich gern den Nachtclub Afterlife auf Omega besuchen. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Ich hoffe, dass wir bald nach Omega fliegen können. Natürlich. Shepard. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo Sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Dann können wir auch später darüber sprechen. Ich habe noch andere Pflichten zu erfüllen. Natürlich. Ich meditiere dann mal weiter. Shepard. Ja, und jetzt, wo Sie hier sind... Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Also gut, Sie haben sich vermehrt. Nichts Ungewöhnliches für eine organische Spezies. Ist das alles, worüber Sie reden wollten? Es gab Komplikationen. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Sagen Sie es mir ganz direkt, Ihr philosophisches Gelaber interessiert mich nicht. Er ist zur Citadel und hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. Einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ein Kunstsammler hat mich angeheuert, das zu stehlen. Als ich ankam, war das Bild schon weg. Auf dem Weg nach draußen sah ich, wie ein anderer Dieb es wegschaffte. Ich habe ihn verfolgt, umgerannt und mir das Bild gegriffen. So haben Keiji und ich uns kennengelernt. Wir haben es dann nie bei unseren Auftraggebern abgegeben. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Die rote Rose. Das war in meiner Anfangszeit meine Visitenkarte. Immer wenn ich etwas stahl, hinterließ ich am Tatort eine einzelne rote Rose. Erst als ich Keiji kennenlernte, wurde mir klar, wie albern das war. Durch ihn habe ich immer sofort gemerkt, wenn ich gerade mal wieder sentimental wurde. Das habe ich bei einer Mutprobe gestohlen. Wirklich wahr. Ein großes Wandermuseum kam nach Ilium. Artefakte von der Erde auf Tournee. Mit perfekter Sicherheitstechnik. Keiji hat mich herausgefordert, die hier zu stehlen. Ich bin also eingebrochen, hab die Security gehackt, ein paar Wachen schlafen geschickt und das Teil durch eine wertlose Fälschung ersetzt. Sie haben den Unterschied nie bemerkt. Mein erster Museumsjob. Mit dem letzten nicht zu vergleichen.
Das ist mein Lieblingsstück. Hat ein Wunderkind von Elysium für mich gemalt. Sie war wirklich total süß. Sie wurde von Sklavenhändlern entführt, die sie auf Omega verkaufen wollten. Das konnte ich nicht zulassen. Ich habe mir eine ID als potenzielle Käuferin gebastelt, um eine Führung durch das Schiff der Sklavenhändler zu bekommen. Sobald ich an Bord war, habe ich das Mädchen befreit und sie runtergeschmuggelt. Sie hat das auf dem Rückflug für mich gemalt. Ich werde das Gefühl nie vergessen, ihr dabei zuzusehen. Lachen Sie nicht! Ich mag solche Bücher. Liebesromane, Krimis, die Klassiker. Richtiges Papier in der Hand zu haben, ist etwas Besonderes. Und der Geruch. Sehr entspannt. Keiji hat bei unseren Aufträgen immer Bücher für mich mitgenommen. Manche davon sind wertvoller als die Sachen, die er stehlen sollte. Aha, Sie und Kelly, was? Hört sich an, als hätten Sie beide ein nettes Date gehabt. Ich hatte erst gedacht, sie hätte es auf mich abgesehen. Aber vielleicht war sie einfach nur freundlich zu dem neuen Mädchen. Ich weiß ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Ich weiß, warum wir Keijis Greybox zerstören mussten. Aber das macht es überhaupt nicht leichter. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Ich werde solche Ausbrüche auf meinem Schiff nicht tolerieren. Reißen Sie sich zusammen. Ich versuch's ja. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, habe ich kein Problem. Aber hier macht mein Blut Geräusche. Es schreit. Ich habe keine Vergangenheit, die mir hilft. Im Tank gab's keine Hinweise auf dieses Jucken und den Kontrollverlust. Melden Sie sich auf der Krankenstation. Den Ausbruch einer Kroganer-Krankheit kann ich überhaupt nicht brauchen. Ihre Ärzte sehen immer nur die Opfer der Kroganer. Meine Spezies öffnet sich Aliens nicht, schon gar nicht nach der Genophage. Wir werden niemanden finden, der das hier kennt. Ein Kroganer meines Alters wäre immer noch auf unserer Heimatwelt, Tuchanka. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Haben Sie kurz Zeit, Shepard? Ich muss mich um diese Sache kümmern. Ich höre. Worum geht's? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Reine Kroganer sind vielleicht... Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich... Die meisten Außenwelt-Kroganer. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu... Joker kann es... Danke, Shepard. Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Es gab nur einen weiteren Überlebenden der Anlage und den haben Sie getötet. Das hatte denselben Grund wie die Sprengung der Anlage. Jetzt bin ich die Einzige, die sich daran erinnert, was dort geschehen ist. Es soll weg sein. Es soll alles weg sein.
Jetzt ist es nur noch in meinem Kopf. Und wenn ich sterbe, stirbt es mit mir. Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Ich nehme alles, was Sie mir geben, Jack. Sie haben viel getan, Shepard. Scheiße, ich bin nicht gut bei der Weichspülnummer. Also, danke, okay? Gehen wir zurück an die Arbeit. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Shepard, wir haben genug geredet. Sie wollen nur rummachen. Nichts für ungut, aber da spiele ich nicht mit. Ich sollte jetzt gehen. Wie auch immer. Diese Mission bringt mich zurück.